Wenn Sie mit einem Finanzberater sprechen, ob in der Bank oder woanders, dann werden Sie irgendwann auf die Wichtigkeit von Diversifikation hingewiesen. Ja, Sie kennen bestimmt diesen Spruch, nicht alle Eier in einen Korb. Ich habe da ein bisschen eine andere Meinung, ich sehe das differenzierter. Meine These ist, um reich zu werden, ist Fokussierung wichtig und nicht Diversifikation. Um reich zu bleiben wiederum, ist Diversifikation wichtig. Warum ist das so? Ich möchte Ihnen das begründen. Ich selbst bin nicht durch Diversifikation vermögend geworden, sondern durch Fokussierung, indem ich mich auf den Berliner Immobilienmarkt fokussiert habe, wo ich mich besonders gut auskannte und wo ich die Chancen als besonders gut angesehen habe. Und hätte ich jetzt breit diversifiziert im Immobilienbereich, ja, dann hätte ich vielleicht so einen international anlegenden offenen Immobilienfonds gekauft stattdessen. Der hätte mir dann aber Renditen von vielleicht maximal 4 oder 5% gebracht, während ich mit meinen Investments zweistellige Renditen im hohen zweistelligen Bereich oft sogar gemacht habe. Das war nur möglich durch Fokussierung statt durch Diversifikation. Ich möchte Ihnen mal ein Gedankenexperiment mitgeben. Stellen Sie jetzt vor, Sie hätten eine Zeitmaschine und könnten 10 Jahre zurück in die Vergangenheit gehen. Und dann wüssten Sie ja aber schon, welche Anlageformen sich später am besten entwickeln. Ist das Gold? Sind das Immobilien in Berlin? Sind das Immobilien in New York? Oder sind das deutsche Aktien oder japanische Aktien? Oder ist es vielleicht die Apple-Aktie? Und wenn Sie dann gesehen hätten, zum Beispiel die Apple-Aktie ist die, die sich mit Abstand am besten entwickeln wird, dann würden Sie natürlich nicht diversifizieren, sondern würden alles Geld ausschließlich logischerweise in die Apple-Aktie geben. Warum? Weil Sie ja wissen, dass die sich später am besten entwickeln wird. Aber leider haben wir diese Zeitmaschine nicht und in Wahrheit wissen wir nicht, wie sich Investments in der Zukunft entwickeln werden. Aber wir müssen natürlich eine bestimmte Prognose haben. Immer wenn Sie investieren, haben Sie ganz automatisch, bewusst oder unbewusst, eine Prognose, eine Meinung darüber, wie sich ein bestimmter Markt, wie sich eine bestimmte Anlageklasse später entwickeln wird. Die Prognose kann richtig sein oder kann falsch sein, das wird sich jetzt später herausstellen. Und jetzt gibt es eine Regel, umso weniger Sie verstehen von einem Markt, umso mehr müssen Sie diversifizieren. Warren Buffett hat mal gesagt, Diversifikation ist das Eingeständnis von Unwissen. Wissende müssen nicht diversifizieren. Er hat natürlich auch nicht alles in einer Anlage, aber er war immer ein großer Freund von der Fokussierung. Jetzt gibt es ja die effiziente Kapitalmarkttheorie, die sagt, dass alle Informationen bereits in den Preisen drin enthalten sind, sodass der einzelne Anleger gar nicht besser sein kann als der Markt. Das trifft möglicherweise für manche sehr liquiden, sehr transparenten Märkte zu. Und in der Tat, so am internationalen Aktienmarkt, da würde ich mir zum Beispiel nicht zutrauen, dass ich besser bin als zum Beispiel ein Indexfonds, der in der gesamten Welt anlegt. Aber dann gibt es Märkte, die sind viel weniger transparent. Da gibt es auch nicht so viele professionelle Marktteilnehmer. Das war beispielsweise so vor 20 Jahren am Berliner Immobilienmarkt, wo ich eingestiegen bin. Und in diesen Märkten, die nicht so sehr transparent sind, wo es nicht unendlich viele Marktteilnehmer gibt, die laufend Informationen austauschen, da haben sie dann eine Chance. Im Übrigen, ich bin sowieso ein wenig skeptisch gegenüber dieser Theorie der effizienten Kapitalmärkte, weil man sagt, alle Informationen sind im Preis enthalten. Alle Informationen sind durch alle Marktteilnehmer in der Regel zugänglich. Das mag zwar sein, aber es kommt ja nicht auf die Informationen drauf an, sondern wie ich sie bewerte. Gucken Sie mal, wenn eine Immobilie gekauft und verkauft wird oder wenn eine Aktie gekauft und verkauft wird, dann haben in der Regel Käufer und Verkäufer die gleichen Informationen. Trotzdem verkauft der eine und kauft der andere. Warum? Weil es nicht nur auf die Informationen ankommt, sondern es kommt auch darauf an, wie sie die Informationen auswerten. So war das damals bei mir am Berliner Wohnimmobilienmarkt. Ja, da gab es diese Schlagzeilen, Mieten gehen zurück, Preise gehen zurück, Arbeitslosigkeit in Berlin, schlechte wirtschaftliche Aussichten in Berlin. Ja, und da haben manche dann die Folgerung draus gezogen, nee, in Berlin zu investieren ist ganz schlecht. Sehr viele haben diese Folgerung da draus gezogen. Deswegen waren die Preise auch so niedrig. Und ich habe mir dann gesagt, okay, offenbar sind die negativen Informationen alle im Preis schon drin enthalten. Aber ich hatte gute Gründe dafür anzunehmen, dass das nicht so bleibt.
würde jetzt zu weit führen, diese Gründe auszuführen. Auf jeden Fall habe ich am Schluss Recht damit behalten und der Berliner Immobilienmarkt hat sich dann in die Richtung entwickelt, wie ich es erwartet habe. Also war meine Prognose richtig und war es auch richtig, nicht zu diversifizieren, sondern mich zu fokussieren. Und um es noch zu vervollständigen, Diversifikation ist auch aus einem anderen Grund wichtig, weil, wie ich gesagt habe, enthält ja immer jede Investition ein Element der Prognose. Selbst wenn Sie in einen weltweit anlegenden Aktienfonds investieren, dann liegt ja da die Prognose drin, dass Aktien eine Anlageform sind, die sich weltweit in einem bestimmten Zeitraum positiv entwickeln wird. Da wir aber alle die Zukunft nicht kennen, ist es auch empfehlenswert, dann zwischen verschiedenen Assetklassen schon zu diversifizieren, also selbst auch Anleihen mit hineinzunehmen, auch wenn sie im Moment keine Rendite bringen, aber einfach als Sicherheitspolster oder Gold etwas mit hineinzunehmen, vielleicht als Versicherung für einen Finanzcrash. Ich habe mal eine ganz kluge Bemerkung gehört von meinem Investor, der hat gesagt, 20% investiere ich immer für den Fall, dass ich komplett mit allen meinen Annahmen Unrecht behalte. Damit werden Sie natürlich nie den maximalen Gewinn erzielen, aber gerade wenn es darum geht, ein bestimmtes Vermögen zu erhalten, dann ist schon der Gedanke der Diversifikation wichtig, aber beim Vermögensaufbau müssen Sie eher fokussieren.